Nach ihrer vierten Häutung ist eine Seidenraupe spinnreif. In 3 bis 4 Tagen spinnt sie ihren Kokon aus einem einzigen langen Faden, der aus 2 Proteinen besteht, Fibroin und Serizin. Seit einigen Jahren wird erforscht, auf welche Weise Erzeugnisse aus Fibroinlösungen, die aus den Kokons gewonnen werden, genutzt werden können. Da Fibroin biokompatibel ist, bestehen eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten im medizinischen Bereich. Fibroin könnte hier etwa für die Herstellung von künstlichen Blutgefäßen, von Gerüststrukturen für die Bildung von Weichgewebe und Knochen oder als Trägersubstanz für kleine Sensoren verwendet werden. Auch in anderen Bereichen könnten Erzeugnisse aus Fibroin eingesetzt werden. So wurde beispielsweise die Nutzung von Fibroin für biologisch abbaubare und essbare Schutzschichten für Lebensmittel erforscht. Die US-amerikanische Dichterin Jen Bervin besuchte 2010 das Institut für Bioengineering an der Tufts University bei Boston und sah dort einen transparenten Fibroinfilm, wie er für die Herstellung von subkutanen Sensoren verwendet werden könnte. Dieser Film war mit einem nanoskaligen Aufdruck des Logos der Universität versehen. Bervin stellte sich, wie sie später schrieb, daraufhin die Frage, was auf einem solchen subkutanen, seidenen Sensor noch geschrieben sein könnte. Nach einer über 6 Jahre reichenden Recherche zur Geschichte der Seide, ihrer Produktion und textilen Verarbeitung sowie den neuen biotechnischen Forschungen zur Anwendbarkeit von Fibroin entstand 2016 das multimediale Lyrikprojekt Silk Poems, das sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt, die teilweise nacheinander entstanden bzw. nacheinander veröffentlicht wurden. Von Mai 2016 bis März 2017 konnten die Besucher in einer Ausstellung im Massachusetts Museum of Contemporary Art unter einem Mikroskop einen Fibroinfilm mit einem Durchmesser von ca. 9 cm betrachten, auf den nanoskalig in Goldbuchstaben ein Gedichttext gedruckt worden war. Über ein 10-minütiges Video der Filmemacherin Charlotte Lagarde konnten die Besucher und Besucherinnen Näheres über die Hintergründe des Projekts erfahren und erhielten Einblicke in die im Rahmen der Recherche unternommenen Reisen. Der Gedichttext der Installation wurde 2017 im Verlag Nightboat Books als kleiner, schmaler Band mit 200 auf dünnem Papier gedruckten Seiten verlegt, gemeinsam mit einigen Auszügen aus den Recherchenotizen der Dichterin sowie einem von ihr verfassten Nachwort. Im Folgejahr wurde unter dem Titel 7S oder 7 Silks eine Box herausgegeben, die außer einem signierten Exemplar des Gedichtbandes verschiedene Objekte enthielt, unter anderem ein Glasgefäß mit einem Kokon des Seidenspinners und ein kurzes Glasröhrchen mit flüssigem Fibroin. Im Weiteren können zum Projekt Silk Poems ein rechteckiges, ca. 165 x 130 cm großes, mit dem Gedicht bedrucktes Seidentuch sowie eine wohl wiederholt aufgeführte Performance hinzugezählt werden, bei der Bervin schleifenförmige, der Anordnung des Seidenfadens im Kokon gleichende Linien auf Glas malte. Die Sprecherin des Gedichts ist eine Seidenraupe. I thought you should know how it is with the creatures who made this. So richtet sich die Raupe am Beginn des Gedichts an den Leser, die Leserin, der oder die gedacht wird als der Träger, die Trägerin eines Seidenfilmsensors. Und so, wie die Raupe den Faden beim Spinnen des Kokons um sich legt, in Schleifen, die an die Zahl 8 oder das Endloszeichen erinnern, ist der auf den Seidenfilm gedruckte Gedichttext selbst in solchen Schleifen angeordnet. 6 Buchstaben beträgt dabei die Dicke dieses Gedichtfadens, angelehnt an die sich regelmäßige wiederholende Abfolge von 6 Aminosäuren im Fibroin. Durch diese besondere Textanordnung wird der Text als ein kontinuierliches Gewebe von Wörtern oder Schrift anschaulich. Es ist fast so, als schriebe die Raupe, die Sprecherin des Gedichts, mit dem Faden einen Text in Bustrophedon-Schreibweise, nur wird die Schreibrichtung von links nach rechts in jeder Zeile beibehalten. Im gedruckten Gedichtband wurde die Form des Gedichts aus Gründen der Lesbarkeit umgestaltet. Die Wörter wurden auf Zeilen aufgeteilt, die in Paaren auftreten. Manchmal steht auf einer Seite nur ein Zeilenpaar, maximal aber sind 6 Zeilenpaare abgedruckt. Die Zeilen sind kurz.
Der gesamte Text ist in Majuskeln und, wie ein fortlaufender Faden, ohne Zwischenräume zwischen den Wörtern und ohne Satzzeichen abgedruckt. Das hat, besonders für den oder die Nicht-MuttersprachlerIn, ein langsames und tastendes Lesen zur Folge, bei welchem die Satzstrukturen, die Wortgrenzen sowie die Bedeutungen der Sätze und Wörter erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennbar und begreifbar werden. Ein Detail verrät die sorgfältige Gestaltung des Bandes. Statt einer Seitenzahl bieten die Rektoseiten am Seitenrand unten rechts eine mit fortlaufender Seitenzahl wachsende, sich windende Linie, welche der Form des auf dem Seidenfilm gedruckten Gedichtfadens entspricht. Der Wachstumsfortschritt der Linie zeigt an, auf welchem Abschnitt des Gedichtfadens der Installation sich die Buchstaben, Wörter und Sätze der betreffenden Buchseite befinden. Als Papier wurde ein überaus dünnes Papier gewählt, wohl um an die Feinheit von Seidengeweben zu erinnern. Es ermöglicht zugleich, trotz der 200 Seiten, ein recht kleines Format des Bandes. Die Raupe, die Sprecherin, möchte, wie sie am Gedichtanfang sagt, dem Träger, der Trägerin eines Seidenfilmsensors Kenntnisse über ihre Art, den Maulbeerspinner Bombyx mori, vermitteln. Sie tut dies auf ungezwungene, dabei ziemlich menschliche Weise. So lautet etwa ihr Kommentar zu dem viele Stunden dauernden Paarungsvorgang ihrer Art: To the bliss of being tail to tail for hours. Sie ist mitteilsam bis redselig, hat auch Witz, etwa wenn sie auf die Phrase But who is counting? Antwortet: Me, silkworms love to count. Gelegentlich greift sie zu ironisch-humorvollen Effekten, so etwa, wenn sie ihre Rede an einer Stelle unterbricht. Okay, embarrassed to say, in my great excitement, I fell asleep. Die wiederholte Akzentuierung einer menschlichen Perspektive und die witzigen Einschüsse gewährleisten, dass die Problematik, als Mensch ein Gedicht aus der Perspektive eines Schmetterlings zu schreiben, immer präsent ist. Große Abschnitte des Gedichts befassen sich mit der Fortpflanzung und Entwicklung des Seidenspinners. Begonnen wird beim Schlüpfen der Mutter aus ihrem Kokon, jener Umwandlung zum Adultstadium, welche die Raupen, deren Kokons für die Seidengewinnung genutzt werden, wohl auch die sprechende Raupe selbst, meist nicht erreichen. Es wird die Paarung der Elterntiere, dann die Entwicklung vom Ei bis zur spinnreifen Raupe beschrieben. Dabei wird schon bald nach Anfang des Gedichts deutlich gemacht, dass es sich bei den Seidenraupen um eine domestizierte Art handelt, die allein zum Zweck der Seidengewinnung gehalten werden. But here we are, so spricht die Raupe, sensitive to a jar, when they come to clean, we turn sideways and freeze, are swept gently aside onto fine nets or perforated paper, resting on trays of chestnut or bamboo. Weitere Teile des Gedichts befassen sich mit der Kulturgeschichte von Seide. So erwähnt die Raupe früheste, auf 3000 vor Christus datierte Seidenfunde in der chinesischen Provinz Zhejiang, vermittelt aber auch andere Aspekte der chinesischen Kultur, die Bezüge zur Seide besitzen. In einem längeren Abschnitt geht es etwa um das I Ching, das Buch der Wandlungen. Ein anderer längerer Abschnitt listet chinesische Schriftzeichen auf, in denen sich dasselbe Radikal wie im Zeichen für Seide befindet. Eingestreut in die Darlegung zur Biologie und Geschichte begegnen Aussagen der Raupe, die sich auf allgemeinmenschliche Themen wie Liebe und Tod beziehen lassen. Ergänzung finden diese Aussagen in kurzen, bisweilen lehrhaften Zitaten von Konfuzius, Nabokov und den US-amerikanischen Autorinnen Adrian Rich und C.D. Wright. Dabei ergeben sich wiederholt Anklänge an konfuzianische Tugendvorstellungen. Mit all dem zielt Berwin darauf, die Seide zu mythologisieren. Die Seide und die Sprache gelten der Dichterin als Mediums infinitely larger than any intention. Das führt mitunter zu einem Übermaß in der Bewertung der Seide und ihrer Geschichte. Denn die angeführten Zitate und denkspruchartigen Aussagen beruhen teils auf oberflächlichen oder wenig überzeugenden gedanklichen Verknüpfungen, zum Beispiel wenn die Raupe beim Beginn des Spinnens meint, a practice is not a thing in itself, it is a way to be happy and calm in life. Oder wenn die Serikultur als eine culture of love
of Interdependence, Honorable Relationships beschrieben wird, was die nicht durchweg unbedenklichen Arbeitsbedingungen beim Seidenbau selbst, aber auch bei der industriellen Weiterverarbeitung außer Acht lässt. Wiederholt wird das Transitorische des Lebens angesprochen. An diesen Stellen gelingt die Verknüpfung zwischen dem Seidenraupenleben und den allgemeinmenschlichen Bedingtheiten. So konstatiert die Raupe nach ihrer dritten Häutung: I know my true skin is transformation, medium and material. Später im Gedicht meint sie: I try not to have ideas because they are inaccurate. Instead, I try to think of the words I want to spend time with. Beide Zitate können gleicherweise für die Raupe wie den Menschen gelten. In der Person der Raupe wird die Notwendigkeit ständigen Wandels auch für den Menschen vorgetragen, die Relativität und Unzulänglichkeit jedes Gedankens und die gewisse Eigenständigkeit der Sprache, die als bestehende Ordnung das eigene Leben tragen kann. Here is this thing I made of myself with others alive in you. So spricht die Raupe am Ende des Gedichts, bezugnehmend auf den Seidenfilmsensor. Und Berwyn, die Verfasserin, nennt ihr Gedicht wegen dieses Geschenks der Raupe an die Menschen daher im Nachwort ein Love Poem und als einen Versuch, dem Träger oder der Trägerin des Seidenfilmsensors eine Art Talisman zu schaffen. Auf ihrer Webseite schreibt die Künstlerin noch, das Projekt entstamme ihrer Überzeugung, that poems have work to do. Und das ist hier auch konkret physisch gedacht, im Rahmen eines interessanten Versuchs, ein Produkt der modernen Biotechnologie, das für den Einsatz im menschlichen Körper gedacht ist, mit Reflexionen über das Menschsein mit dem Vorführen von menschlicher Kultur und Geschichte zu verbinden. Der beschriebene Seidensensor lässt sich in der von der Künstlerin angelegten Installation auch tatsächlich betrachten. Dabei nimmt der Besucher, die Besucherin das Gedicht unter dem Mikroskop vor allem in seiner visuellen Gestalt wahr. Er oder sie kann das Gedicht auch in der Leseversion zur Kenntnis nehmen, die in der Ausstellung zur Verfügung gestellt wurde. Aber auch das ist wohl ein Lesen, das sich vom privaten Lesen zu Hause, am Schreibtisch oder auf dem Sofa, im Zug, am Strand unterscheidet, da die Besucherin im Ausstellungsraum spezifisch situiert ist und im Ausstellungsraum, in dem die Objekte präsent sind, anders wahrnimmt. Berwyns Silk Poems als Installation, die wesentlich auch als Objekt und im Raum wahrzunehmen ist, aber auch als Gedichtband, zeichnen sich durch eine Vielfalt von Themen, Perspektiven und Ideen aus, die ein umfassenderes Sprechen vor Augen führen sollen. Ein Sprechen, das wie von Tieren und Gegenständen getragen erscheint und so ein verändertes Denken des Menschen verlangt.